So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Dame dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an 12 Post, was sehr gut bei euch ankam, gegen 4 Color Control. Nice. Super, super spannend. Alleine, weil es halt, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, halt auch viel mit Mana Ramp und so weiter auch arbeitet. Und da bin ich echt mal gespannt. Also es ist halt so ein Uro... Uro.deck. Uro.deck plus halt hier auch so Planeswalker-Kram und so weiter. Ja. Und das ist ja eigentlich traditionell etwas, auf das sich 12 Post fast schon freut. Ja, die Decks fressen die zum Frühstück. Ja. Und ja, dementsprechend bin ich gespannt, ob das traditionell immer noch so ist. Ja, ne? Ja. Start ist auf jeden Fall hier von 12 Post sehr stark. Bei 4 Color Tempo haben wir hier einen relativ langsam Start. Oh, Tronland. Also der Tower halt. Ja. Stimmt, den spielen wir mittlerweile. Genau, 4 Tower plus 4 von diesen Planer. Ja, ja, die allen Landtypen sind. Genau, es hat alle Landtypen drauf und damit ist es auch Ursas Powerplant und Ursas Mine. Und Ursas Tower. Ja. Aber Ursas das interessiert Tower. Ja nicht. Ja. Dementsprechend da ganz cool. Das heißt, wir haben hier jetzt erstmal 4 Mana, auf der anderen Seite für 3 Mana kommt direkt ein Tefri. Boah. Das ist spannend. Ja, hier wird, glaube ich, überlegt, ob man Crop rotated. Hm. Aber was? Besagtes Tronland. Ja, oder halt. Da geht man echt auf eine Crop Rotation. Man nimmt das Grüne weg, das ist ja spannend. Oh, Force of Will. Das bitter. Das tat weh. Ist aber auch tatsächlich nötig, tatsächlich. Ja. Weil wenn der sonst hat der 2, 3, 6 Mana. Ja. Das ist ein Forest? Das ist ein Forest. Okay. Das ist der verbotene Misprint Forest tatsächlich. Ah. Der halt, also glaube ich, es kann auch sein, dass es eine Ebene ist, aber ich meine, es wäre der Forest. Hier macht man nur mit AX gleich 1, ne? Ja. Ich glaube, mehr ist das nicht als X gleich 1. Nee, kann ja nicht. Also, da ist ja nichts. Das ist, glaube ich, eine Ebene. Wenn ich es gerade richtig sehe. Ist das eine Ebene? Es ist nicht der verbotene Forest, das ist gut. Okay. Ja, ich glaube, da sind Swords irgendwie mit in den Mix reingekommen, um sowas wie Frog oder so zu handeln. Weil man vor Frog auch so Angst haben muss. Das kommt auf den Spieler drauf an. aber eben, also eine Farbe splashen nur für Swords ist halt so. Gerade wenn man halt sowas wie den Spell drin hat, ne? Der exalt ja auch. Also man hat ja tatsächlich das bei Infect zum Beispiel auch gemacht zeitweise. Ja. Was noch damals als Infect ein Deck war. Als Infect ein Deck war, ne? Was passiert da? Grün für Draw a Card kriegt ein Energy. Zwei, ne? Zwei Energy sogar. Krass. Ach, der spielt die auch noch. Dann spielt der wahrscheinlich auch den Boardwipe, ne? Ich glaube ja, tatsächlich. Genau, und die da kommen die Halflings. Okay, gut. Jetzt genau, mit den Halflings kann man dann viel machen. Fetch. Und dann swordet man diesen Token. Ja, für kein Mana. Das ist ein Commitment. Ja, das ist crazy. Spielt Post-Wasteland? Manchmal. Manchmal. Manchmal eins. Ja, schön. Aber meistens nicht. One Vier Mana Ring. One Ring. Ist da die Frage, ob man... Da bin ich... Man hat selber einen One Ring. Ich wollte gerade sagen, der Control-Spieler erscheint selber einen. Ne? Ja, willkommen in Modern. ich bin gerade überlegen, Control spielt er wahrscheinlich sogar in der Hände. In dem Board State. Ja, weil er halt irgendeine Art von Removal ist, aber... Generell spielt einem das nicht so wirklich krass in die Hände. Ich bin jetzt eher bei Control wegen dem Schaden. Weil das Spiel wird wahrscheinlich noch ein bisschen gehen. Ja und nein. Das Problem ist, er findet dadurch aber ganz, ganz schnell seinen Mann und seine Threats. Oh, okay. Ja, er macht Schaden, aber du darfst auch nicht vergessen, er hat auch nicht nur Cloud Post drin, sondern er hat ja auch die, die Glimmer Post und damit bekommt er echt eine Menge Leben. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Dementsprechend ist das hier schon, glaube ich, einer der beschissensten Board-States, die du haben kannst als Control-Spieler, wenn du halt keine Pressure hast. Wenn jetzt ein Uro liegen würde oder so, wäre das noch was anderes, dann könnte er vielleicht mit 2 Hits irgendwas machen. Ja, aber so ist es gerade echt wild einfach, weil mehr Tower. Khan. Ja, Khan ist auch so strong.
Boah, ich glaube, der ist schon fast okay. Je nachdem, was man halt hat. Ich sehe auf der Hand nicht viel. Nee, da ist halt ein Fetchland und irgendwas anderes. Und ja. Der Kahn findet halt erstmal jetzt fast alles. Ja, klar, der Kahn... Swords of Plowshare ist im Sideboard confirmed, by the way. Ah. Diese komische Mücke, die da drin ist, die exiled ein Artefakt, oder? Ja, und ich glaube, da kriegst du zwei Leben. Genau. Oder zerstört. Ich bin Metamorph. What the fuck? Funny. Ja, okay, damit kannst du deinen eigenen Ring kopieren und kannst dir einen neuen machen. Mm-hmm. Ne? Zum Beispiel. Legendary Rule Exists. Nice. Aber warum? Warum nicht? Nur für den Ring? Es beschützt sich eine Zeit. Tut Dinge. Stimmt auch wieder, ne? Und so schlecht kann er halt nicht sein. Und man kann auch einfach eine Kreatur im Gegner kopieren, wenn er jetzt was Krasses droppt. Du meinst so ein liebeleitet Halfling? Ich sag was Krasses. Was? Uncounterbar? Ist doch nicht schlecht. Ja. Mehr Länder vom Kontrollspieler. Da bounced mal den Ring. Ja, Ring gebounced, Fan Draw, mehr Länder. Boah, das ist richtig bitter gerade. Ja, okay, das ist gerade richtig bad, ne? Ja, auf zwei runter. Boah, du machst ja gar nichts gerade als Control-Spiel. Ja, aber das ist halt genau der Punkt. Du hättest halt eine Menge Antworten, du hättest eine Menge coolen Stuff, wenn der Gegner Fragen stellen würde. Und das ist der Vorteil von 12 Post. 12 Post stellt aber keine Fragen. Sondern macht einfach immer mehr Mana und überrumpelt dich dann langsam wie so ein dicker Mähdrescher, der einfach drüber fährt. Ja, irgendwann kommt halt der Punkt, wo dir eine Threat liegt, die du nicht beantworten kannst. Und die Threats bei 12 Posts sind meistens irgendwie so schwierig. Ja. Plus man kann halt den Ring auch nicht mehr benutzen. Wohingegen der 12 Post-Spieler seinen Ring ja benutzen kann. Der Kahn blockiert ja den Ring. Ja. Und das ist halt was, wo man auch sagt, okay, das ist halt wirklich... Wait. Das tut weh. Ja. Jetzt kommt wahrscheinlich der Ring. Again. Meiner Ring. Ja. Oh. Mann. Jo, kann man eine Karte ziehen, ne? Ja, gucken. Ich hätte jetzt fast schon überlegt, ob ich den einfach nicht benutze. Den Plusser, Juka Bock. Das tut auch weh. Ja. Aber das Sanctuary ist raus, dafür ist aber der jetzt tot. Ja. Plus mal einfach, ne? Ja, die Counterspells sind jetzt halt auch raus, wegen der Vexing Bubble, ne? Genau, es ist eine sehr, sehr, sehr bescheidene Position, in der hier 4-Color Control ist. Was ist denn da alles bei? Ein Brainstorm wäre halt jetzt halt geil, ne? Ja, aber ich glaube, da ist kein Fetchland bei gewesen. Hat der keins auf der Hand? Ja, ich glaube, die einzige Karte ist ein Fetchland. Fetchland plus irgendeine andere Karte. Und. Da halt jetzt Brainstorm. Um halt die Hand neu frisch zu haben, ja. Wahrscheinlich noch ein Land gezogen, so wie sich das. Ja, wahrscheinlich. Man muss den Kahn hauen. Ping! 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 Oh, noch ein Delight-Tafel. Clock verschnellert. Okay. Hat man noch irgendein Land? Also hätte man noch ein Surveil-Land? Könnte man vielleicht noch Scryen? Nicht Scryen, Surveillen. So, Card Draw. Man muss halt ja auch überlegen, 12 Post zieht halt ja auch wirklich eine Menge Karten. Und 4-Color Control ist halt auf 2 Karten. Das ist halt nichts. Ja. Literally nichts. Und dann wartet einfach nur drauf, dass hier irgendwie der Breakout kommt. Ja, und der Ring liegt jetzt halt da und macht nichts und schießt einfach nur Schaden. Das ist halt echt ätzend. Okay, man hat immer noch nicht den Ding gezogen. Es sind halt immer noch 7 Mana, wie man hat, war. Es hat immer noch eine Menge Mana, womit das Deck halt auch viel anfangen kann im Vergleich zu 4-Color Control. Ja, okay, wenn 4-Color Control jetzt halt nicht zum Vorwählen, dass hier so ein Lawrence Reveal zieht oder so, dann kannst du wenigstens mal Karten ziehen. Ja, genau, Lawrence Reveal wäre jetzt wirklich nice. Also bei dem seinem Glück zieht er 3 Länder. Ne? Ja, das ist richtig. Das ist ein. Das ist ein Eldrazi. Oh, Junge. Ja, damit holt man sich jetzt Planner. Ja, jetzt wird. Und das sind einfach noch 10 Mana, die man jetzt übrig hat. Boah, da würde ich fast schon conceden als Control-Spieler. Zeit sparen und sagen, okay, wir gehen ins nächste. Also, ich würde jetzt warten, ob er mir eine Threat zeigt. Genau, und dann halt ins nächste gehen, weil das ist ja. Ach, der wird was haben.
Ja, die Hand ist ja voll. Also da sind mindestens 7, wahrscheinlich mehr Handkarten gerade auf der Hand von 12-Boss-Spieler. Und dementsprechend... Das ist jetzt halt nur noch die Frage, wie man den Gegner umbringt. Ja. Aber das zeigt halt wieder, was die Stärke von 12-Boss ist. Du legst einfach ein paar Länder runter, die halt Mana machen und dann halt beim Gegner dafür sorgen, dass der Gegner halt einfach davon überrumpelt wird, weil du einfach irgendwann zu viel Value hast. Und das ist so schön an dem Deck. Es klingt sehr einfach, natürlich ist es auch sehr anstrengend, sehr schwierig, die Patterns zu sehen und man ist anfällig gegen Wastelands und gegen Blood Moons und was nicht alles. Aber es ist schon crazy, Leute. Oh ja, gegen Blood Moon ja noch nicht mal so unbedingt. Also ich habe schon oft genug gesehen, dass Blood Moon einfach egal war. Ja, wobei mittlerweile jetzt mit dem höheren Count an Non-Basic Greenlands. Ja, und da du farblos effektiv brauchst, genau. Ne? Der musste sogar gerade skaden, ey, Alter. Ja, es zeigt einfach, in welcher Situation wir sind. Da ist ein Brainstorm. Der könnte jetzt tatsächlich mal was bringen. Yes. Oder drei Länder, noch ein Land. Ah, da ist auf jeden Fall noch ein Land. Ja, zwei Länder, glaube ich sogar. Zwei Länder und Swords. Ja, kannst du safe oben drauflegen, ne? Ficherino. Surveillance. Dürfte wahrscheinlich noch eins drin sein, wenn ich die Farben richtig sehe. Ein Blau-Rotes müsste noch drin sein, tatsächlich. Ist aber hier auch wirklich, wie gesagt, echt schwierig. Man muss ja auch irgendwann mal Threat. Man nimmt einen Tundra, okay. Strange. Weil eine Threat ist halt so wichtig. Ja, die Halflings machen halt jetzt eigentlich. Also, okay, der eine boxt jetzt halt für zwei. Genau. Das halt. Ponder. Oh, Ponder ist gut. Ponder ist gut. Das ist ein. Ein Ending. Ja. Brainstorm und Fetchland. Dann bekäme man zumindest mal den Ring weg. Jo, man hat ja auf jeden Fall genug Mana dafür. Das ist absolut richtig. Und du hast grün dank dem Gegner, ne? Da wird gebrainstormt. Swords. Oder war das kein Ending, sondern so ein Remove das Board? Das kann auch sein. Der wäre aber auch fast schon gut. Ja. Nochmal fetchen. Was hast du denn vor, Kollege? Zieh dir mal Leben ab. Danke. Naja. Auch der Ring wird jede Runde bedacht. Also, das ist schon okay. Weil wenn du jetzt einen Fourth-Earlinger hast, aber das zieht, glaube ich, keine Planeswalker, ne? Du meinst das Wrath of the Skies? Wrath of the Skies, ja. Nee, ich glaube nicht. Das wäre jetzt natürlich... Okay. Ja, Ending für 4 auf den Khan. Ich glaube, hier hätte ich eher den Ring genommen. Da hätte ich den Ring genommen und den Khan angegriffen. Für 2 den Khan gehittet. Außer nicht mehr mit dem Khan ziehen. Ah, I see. Gut, da wird hier vorher für 10 Mal. Ach du Scheiße! Ich meine 8 Tokens und guckt 8 tief. Das ist natürlich übel. Also gerade das 8 tief gucken nimmt ihr halt. Das ist jetzt böse. Und danach ziehst du eine Karte, ne? Ja. Wow. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Irgendwas dabei ist nicht. Da war auf jeden Fall. Ja, da war wahrscheinlich auch wieder Konzept. Man hat wohl gesagt, hier ist ein Emrakul gewesen oder so ein Kram. Das ist ein Emrakul, ja, der ist hier. Yes. Alles klar. Tschüss. An dieser Stelle einmal ganz kurz Werbung, ganz schnell Werbung für meinen Patreon. Ihr könnt mich monatlich, wenn ihr wollt, ab 3 Euro unterstützen, um sowas hier wie Gameplays und so weiter und so fort voranzutreiben, zu verbessern und so weiter und so fort. Deswegen vielen, vielen Dank an alle Leute, die hier gerade on screen gesehen habt. So. Puh. Boarding. Yes. Ich glaube, Vorkoller wird kein Blood Moon spielen und kein Back to Basics. Nee, ich glaube, in dem Vorkoller wird nichts drin sein gegen Lands. Also gegen Länder. Und in dem 12-Post könnte halt sowas wie Choke drin sein. Oder ja. Hier, wie heißt das? Carpet oder irgendwas in dieser Richtung. Ja, ja. Weil die haben ja traditionell schon noch ein bisschen Blue Hate drin. Aber gar nicht so viel, weil das Matchup halt so gut ist, sondern. Ja, die Bubble hat es halt noch besser gemacht. Oh ja, die Bubble. Die Bubble ist in dem Deck No-Brainer. Absolut. Wahnsinnig gute Karte. Also die konnten mit Chalice halt nie was anfangen, aber die Bubble ist halt richtig gut für das Deck. Mhm. Das wird die Fettstiefel grün. Ah, da ist ein Consign. Das ist natürlich eine gute Karte. Vor allem ist die teuer. Ist die so teuer geworden? Ja, ich glaube, die kostet irgendwie 9 Euro oder so. Was? Ja, ja. Hier ist ziemlich teuer geworden. Eldrazi sind ein Problem, sagst du? Ja, also man hat es ja auch gesehen beim Eternal Weekend in Asia, wo irgendwie das zweitmeist gespielte Deck Eldrazi war. Da kommt eine Bubble und die wird geforced
Und dann kommt Buyukabok. Arco Center Memory sogar. Genau, die Stärke ist hier einfach, dass man, wenn man die Bubble resolved hat, meistens nichts anderes mehr gekontert wird. Jo. Und das kann sich halt Control fast nicht erlauben gegen das Deck. Oh no, da ist ein Landdrop, der fehlt. Oh no, eben zu viel, jetzt zu wenig. Ja, ist ja der Klassiker, wenn man dann teilweise nicht richtig durchmischt. Klimapost, kriegt man 2 Leben, gibt man auf 21. Also ein Tipp, den ich immer gern gebe, gerade wenn man Control spielt. Nehmt die Länder beiseite, mischt alles an anderen, nicht an Karten rein und steckt diese Länder dann separat ins Deck, ja, ein bisschen verteilt. Weil ich kenne die viele, die das einfach zusammenkleben, reinmischen und dann einen Klumpen Länder durchs Deck schieben beim Mischen. Ja, auf der anderen Seite, wenn man wirklich gut mischt, muss man auch nichts auseinanderfriemen. Das stimmt. Das ist wieder dieses Ding. Aber normalerweise hat man auf einem Turnier in Gedanken immer weniger Zeit. Man möchte auch nicht so krass anständig mischen, weil man will ja schnell wieder ins Spiel kommen. Man will ja auch gerade als Kontrollspieler, der 1-0 hinten liegt, möglichst schnell das Spiel wieder ans Rollen bekommen, um das 1-1 rauszuforsten, um vielleicht noch zu gewinnen oder zumindest den Draw zu haben. Und deswegen kann ich das schon nachvollziehen, tatsächlich. Mhm. Da wurde die... Ah, da wurde das... das Ding ist... Kosilex wurde geconsigned. Da kommt ein Brainstorm. Der ist wichtig. Der ist sehr, sehr, sehr wichtig. Der muss jetzt ein Land finden. Nee. Narset und ein One Ring, die man beide nicht casten kann. Die Narset? Ah, Narset kann man casten, tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, nächste Runde halt. Ja. Und dann clearet die auch ein bisschen oben das Deck. Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite findet die auch kein Länder. Nee, dort stimmt. Schwierig. Oh. Aber besser als nichts zu tun, tatsächlich. Plus, den Card Draw vom Gegner abzu reduzieren, ist auch nicht schlecht. Gerade in der Meta, wo wieder sehr viel One Ring oder Frog oder so gespielt wird, ist es gar nicht mal so schlecht, den Gegner einfach nicht mehr als eine Karte ziehen zu lassen. Ja, Narset hat wieder Text. Hm. Sind 2-3 für 3. Also exalt man den und macht 3 Dinge. Das wäre jetzt devastating. Das würde so hart diesen Gameplan vernichten. Ja, ohne dass man dem Gegner sagt, ich möchte deinen Gameplan vernichten. Der Top-Deck ist dann halt weg. Also tot. Ja. Scheiße. Da ist noch ein Teffe. Also man hat halt viel auf der Hand. Man kann halt nur gar nichts machen. Aber ist genau da in zwei Züge lang jetzt nur noch Schrott kommt. Ja. Ja, man hat halt auch schon 8 Mana. 8 Mana ist halt auch ein Scry 6er. Das ist halt richtig übel. Ja. Und es ist lustig, was es Scry. Viele Leute machen den Fehler und legen dann alles drunter, bis auf die sie ziehen wollen. Aber es ist ein Scry. Man kann auch Karten oben drauf lassen, die man irgendwie behalten möchte. Ja. Yep. Das macht die Karte eigentlich nur noch dümmer, weil dann kannst du auch schön deine Züge planen. Ja. Gerade in so einem Deck. Mit viel Mana, wollte ich gerade sagen, das ist crazy. So. Da legt man den, hat nächste Runde noch mehr Mana. Ja. Dann nimmt man die Bubble raus. Dann nimmt man die Bubble raus. Dort ist bevor man die Karte discardet zu Handsize, ist auf jeden Fall wichtig. Ja, das ist eine gute Aussage. Ja, das ist noch mehr. 9, 10, 11, ja, das ist rum. Ja, da kannst du schieben. 2-0, 12 Boss. Es ist immer noch ein gutes Deck gegen Control und es schlägt. Oh, das ist das Kontrolle. Und das Kontrolle tut mir sehr leid dafür, dass es Kalender gezogen hat. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und ja, wenn ihr wisst, ja, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, liken, anderen Leuten zeigen. Ihr kennt das ganze PC, die ganze Prozedur. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.